Erstmal herzlich willkommen zu Jugendtrainer für Olympia 2014 an der Kurve. Also hier raus. Steigen. Ja. Ja, Linie, ne? Mit an der Linie absteigen. Ja. Ja. Yeah.
Ganz toll. Und lauf, komm. Lande, Lidia! Hier! Lidia, anziehen! Absteigen! Und renn! Renn los! Bleib rechts! Super! Super! Angelo! Super! Oma Jim! Jetzt absteigen! Und laufen, sehr schön! Komm, Annalena, jawohl! Lennart, super! Komm, gleich dranbleiben! Sehr schön, Annalena, perfekt! Und schieben, schieben! Komm, Antonia, aber! Sei dich, komm, hopp, weiter! Jawohl, Johann, ganz toll! Super, Wahnsinn! Aber die müssen ja dann hier rein, ne? Weil die dann. Livia! Klasse! Komm, Livia! Noch lange Schritte, Livia. Hopp, durch, hopp. Und rein. Das Absteigen nicht beugen. Hat gerade eher gelohnt. Wie viele Kilometer sind wir denn gefahren? Die sind, wir brauchen 3 Kilometer. Ich wollte es nicht vorstellen, wie das gehört. Komm, da ist es vor! Hopp! Oh, jetzt kommt Kinder nochmal. Wann werden wir hier frei? Also, wir brauchen eine Höhe. Irgendwie mit Bett noch und so. Ganz lange. Na gut, Dienstag dürfen wir noch Staffel machen. Ich habe mit einem Ja. Ein Jahr Staffel ist gut. Ein Jahr Staffel reicht. Dann zwischen muss man selber mitmachen. Ganz lange. Sehr schön, Emilia. David, hopp. Absteigen hier. Und absteigen. Lasse, Anja. Jawohl, Julina, hopp! Ganz klasse, Julina, hopp! Wir müssen nochmal kämpfen. Kommt die Läufer vor, da? Die Läufer müssen aber jetzt immer rein, ne? Absteigen. Wisst ihr, die sind ja auch, ne? Ja, so eine Altersklasse mehr, ne? Mit den großen haben sie drin noch mal den Abhauen. Inne rein! Inne laufen! Ja, die Kinder sind hier wechseln. Super, Emilia, ganz klasse. Emilia. So, du stehst im Weg. Was? Ja, ja, die trauen sich an dir nicht vorbeizulaufen. Hier auch bei der Anmeldung drin. Ganz klasse. Okay.
Willst du irgendwie wieder Eis hören, dass wir dann wissen, wo wir letzte. Sind die eigentlich jetzt alle raus und jetzt zum Laufen raus? Super 10, super! Ganz klasse! Ich gehe in den Wechselgarten, können dann wieder mit raus, wenn ich sehe, ob es dann geht. Komm noch hinten, ja, ich muss komm, ja zum Stopp noch. Ich komm, ja auch hinein zum Stopp. Ja. Komm, Tim! Na gut! Super. Ihr wart spitze! Ihr wart spitze! Hat es Spaß gemacht? Aber. Sehr gut, ich wollte dir noch mehr, kannst du lesen. Komm, jetzt zeige ich ab! Ganz klasse! Komm, Brasilien! Super! Ich bin erst noch zu knacken, komm! Das war doch das Ziel, Leute! Das ist super! Jetzt kommt er! Na ja, musst du wahrscheinlich auch nicht, da muss er auch Signal kriegen, ja? Dass er da hinten ist. Da muss er auf die Kroppen, ne? Super! Ja, sollte eigentlich mit dem letzten Radfahrer bis hierher kommen und dann nochmal den letzten Läufer aufnehmen. Aber ich weiß ja nicht, wann der letzte Radfahrer kommt. Kannst du durchlaufen, ganz locker, den Platz hältst du. Höchstens noch der Zeit noch ein bisschen. Komm, hopp, hopp, ganz klasse. Lass uns die letzten Meter. Ja, cool, da war vom Platzfach, vom Fahrradfahren. Siehste? Im Sens gibt es nicht das Ziegelsteine-Training. Wenn es Ziegelsteine-Rennen ist, ist es wechseln vom Rad zum Lauf. Weil wir dann die ersten Meter drehen, ist eigentlich als Ziegelsteine. Also wir können hier, super! Sehr gut! Klasse, ganz klasse. So, das ganze Team jetzt nochmal nach unten schauen fürs Siegerfoto, das Lessing-Gymnasium Blauen und einen ganz dicken Applaus für euch! Vielen Dank fürs Mitmachen! Ah, so klingt das doch schon gut, ne? Die Erstplatzierten, das Sportgymnasium Klingenthal. Ja, vielen Dank an euch fürs Mitmachen. Letztens beim Kindergarten. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß auch weiterhin, viel Erfolg und ich hoffe natürlich, du bist nächstes Jahr an dieser Stelle wieder mit dabei. So, in der Altersklasse 14, 15 beim Schülertriathlon. Einfach mal ein Stückchen vorkommen an die Bühne, damit die Fotos auch schön werden. Ein tolles Gesicht auflegen, lachen. Und dann gibt es hier auch ein tolles Siegerfoto. Da sind sie, unsere drei Mädels, unsere drei Besten. Antonia Herold, Clara Fellgiebel und Juliane Anke. So, Siegerfoto ist auch gemacht. Ja, ein Riesenapplaus nochmal für Lennart, Johann und Philipp. Hier die drei Besten in der Altersklasse 12-13 bei den Jungs. Dankeschön fürs Mitmachen und bei uns geht's Schlag auf Schlag. Und zwar, wir bleiben noch bei den Schülern, wir bleiben noch bei den Jungs, allerdings jetzt in der Altersklasse 14-15. Und wir haben wieder ein ganz, ganz stark vertretenes Gymnasium, nämlich das Sportgymnasium Klingenthal in der Wertungsklasse 16-17-Jährige bei den Schülern. Und das ist dann hier schon sind unsere letzten drei. Und dann haben wir noch zwei große Pokale, genau. Also wir haben es gleich geschafft mit der Siegerehrung am heutigen Freitagvormittag. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die drei und natürlich einen ganz dicken Applaus für Lukas, Pascal und Lasse. Damit es auch ein wirklich ganz, ganz tolles Siegerfoto wird. Jonas Welde, Tim Hämmerlein und Philipp Dressel-Putz. Euer Applaus, Dankeschön fürs Mitmachen.